Also Anbetung ist für mich, vor allem wenn ich Lobpreis mache, dass ich durch die Lieder dann angesprochen werde, die mir dann zeigen oder mich wieder daran erinnern, wie groß Gott ist, wie gut er ist. Und wenn ich das dann einfach aus vollem Herzen so mitsingen kann und einfach auch spüre, hey, es ist die Wahrheit, und dann ja wieder neu diesen Fokus habe, hey, Gott ist groß, Gott ist mächtig. Wenn ich in Gemeinschaft mit Gott komme, wenn ich ein Gebet so direkt zu Gott spreche, wo ich ihm mein Lob und meinen Dank bringe und so ganz persönlich und direkt. Genau, und das mache ich viel über Musik, weil ich sehr musikalisch geprägt bin durch Familie auch und genau. Lobpreis spielt eine große Rolle. Ich finde, bei Anbetung geht es in erster Linie nicht um mich, sondern um Gott. Und ich finde es wichtig, da den Fokus auch auf ihn zu setzen, weil man sonst voll schnell zu so was Ich-Zentriertem wird und irgendwie Anbetung für mich was ist, wo man vor Gott kommt und über ihn redet, mit ihm redet und einfach ihm die Ehre gibt. Aber Anbetung ist für mich auch, wenn man zum Beispiel auf einer Veranstaltung ist und man nicht auf der Bühne direkt steht, sondern vielleicht eher hinten die kleineren Aufgaben macht, so Toiletten putzen oder so, sich da ganz bewusst zu sein, hey, ich mache das gerade für Gott und ich diene ihm damit. Anbetung ist für mich eine Herzenseinstellung, das heißt, für mich ist es, ich kann eigentlich nur anbeten, wenn ich auch wirklich mit dem Herz vollkommen dabei bin. Und ich bin ja nicht unbedingt der Naturmensch, aber wenn ich jetzt draußen in der Natur bin, vor allem in den Bergen, dann wird mir einfach Gottes Größe immer wieder klar. Und da ist es für mich am leichtesten, Gott zu anbeten und ihm einfach die Ehre zu geben, die ihm gebührt, ihm zu sagen, wie groß er doch ist und einfach die ganze Schöpfung zu genießen. Anbetung für mich ist, wenn ich zum Beispiel Auto fahre, wenn ich alleine unterwegs bin, ich kann Musik hören dabei und ich kann einfach ins Gebet gehen und ich weiß genau, es hört kein anderer zu außer Gott und ich kann ihm wirklich alles sagen und es bleibt irgendwie in diesem Raum und es geht trotzdem bis zu ihm und er ist mit mir da in diesem Auto und ich habe die Freiheit, ihm einfach alles zu erzählen. Das ist wie, wenn man den Thronsaal Gottes betritt. Also man ist Gott auf einmal ganz nah. Und das merke ich, wenn ich alleine bin und Gott zusinge, dann kann ich irgendwie nicht anders, als auf die Knie zu gehen und Gott zu loben. Und es ist aber auch so, dass es nicht nur ein Danken ist für das, was er getan hat, sondern ein Loben für den, der er ist. Anbetung beschäftigt mich, glaube ich, seit ich 16 bin, weil ich dort meine erste wirklich tiefe Berührung mit Jesus hatte. Und es war während einer Anbetungszeit. Wir waren zusammen in einem Raum bei einer Freizeit und vorne hat die Band gespielt und um mich rum war irgendwie so eine heilige Atmosphäre. Also ich habe was gespürt in meinem Herzen und ich wusste, dass das Gott ist, also dass nicht ich das bin, nicht meine Gedanken, sondern es war was Lebendiges, was mich berührt hat. Und das hat mich innerlich, also diese Lebendigkeit fühlen lassen und gleichzeitig auch eine Traurigkeit fühlen lassen. Das war meine Traurigkeit, die reagiert hat, als ich Gott begegnet bin. Und das war ein Punkt wie eine Wende, weil diese tiefe Berührung, nach der ich mich gesehnt habe, ist passiert, als ich mich unter Menschen befunden habe, die sich nach Jesus ausgestreckt haben und die ihn geliebt haben und ihn angebetet haben. Und das kannte ich vorher nicht. Also ich kannte es nicht, einfach Jesus anzubeten für den, der er ist, für seine Liebe, für seine Wahrheit, für seine Gerechtigkeit. Außerdem glaube ich, dass Anbetung Liebe ist, weil Anbetung bedeutet, ich gebe Jesus meine ganze Zeit und all meine Kraft und meine Konzentration und die lenke ich auf ihn. Und wieso sollte ich es tun, wenn ich Jesus nicht liebe?